Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Der Oktober ist fast vorüber. Wir haben den letzten Donnerstag im Monat und das bedeutet Hörgenusszeit. Ja, es gibt die Stammcrew des Hörgenusses. Ihr findet die drei Mädels auch unten immer in der Infobox bei diesen Videos und auch die Playlist zu unseren Hörgenüssen ist natürlich verlinkt. Und ich freue mich schon so auf meine Abo-Box heute an diesem Tag, denn die wird dann hoffentlich voller toller Hörgenüsse sein, die nicht zwangsläufig nur Hörbücher sind, sondern ja sehr oft auch einfach eine Buchempfehlung sind, Podcast, was auch immer wir schon alles hatten, Hörspiele, und ihr da eine ganz große Auswahl habt in dieser Playlist. Ich hatte im Oktober tatsächlich bis jetzt zwei Highlight-Hörbücher. Ich könnte sogar noch sein, dass ein dritter sich einschmuggelt, aber die hebe ich mir mal auf für irgendeinen Joker-Monat, wo es vielleicht irgendwie gerade kein Highlight gab. Und zwar spreche aber ein Buch, das schon etwas älter ist und weil es damals schon ein Highlight war, was soll ich sagen, habe ich es auch als haptisches Buch schon lange, lange, lange hier und möchte heute darüber sprechen, denn ich habe einen Rehör gemacht, also einen Reread sozusagen. Ich habe das Hörbuch nochmal gehört und ja, ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen, sondern immer nur gehört. Und ich habe den ersten Band ja damals schon gehört, als er 2015, glaube ich, auch so ziemlich erschienen ist. War auch eins meiner ersten Hörbücher, die ich großartig fand und dann auch so ein bisschen auf ja, dieses ganze Hörbuchspiel sozusagen aufgestiegen bin. Ja, es ist Elias und Laia, die Herrschaft der Masken, der Auftakt einer Reihe von Saba Tahir, und ich habe die im Flugzeug begonnen und dann die darauffolgende Woche auch beendet. Es ist ursprünglich aus 2015, mittlerweile sind auch alle vier Bände schon erschienen. Ich muss ehrlich sagen, ich war damals so ein bisschen skeptisch, was den Titel Elias und Laia betrifft, weil das so gefühlt überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Also man erwartet da ja vielleicht sogar eine Liebesgeschichte mit den beiden. Da sind wir weit, weit entfernt. Das Hörbuch hat knapp 15,5 Stunden und die kamen mir überhaupt nicht so lange vor. Was wahrscheinlich auch an den zwei tollen Sprechern, Mari Bierstedt und Maximilian Atacho, Arajo? Liegt, oh meine Güte. Ja, das ist, wenn man denkt, man merkt sich alles. Na, das ist dann meistens nicht so. Die beiden Sprecher machen das mehr als großartig. Mari Bierstedt kenne ich auch aus anderen Hörbüchern, ist, glaube ich, auch eine Synchronsprecherin. Und auch Maximilian Atracho. Ja, halten wir das fest. Steffi sollte sich da bessere Notizen machen. Ja, auch hier haben wir, glaube ich, tatsächlich auch so eine Synchronstimme, die man so von dem einen oder anderen Film irgendwie kennt. Wir sind hier in einer sehr düsteren, brutalen Welt. Es ist schon eher so High Fantasy angehaucht und ja, tatsächlich ist es wahrscheinlich eine ganz eigene Welt. Und in der Welt gibt es Angst und Brutalität. Und wir treffen auf Laia, die zusammen mit ihren Großeltern wohnt. Und der Bruder kommt gerade von einem Ausflug zurück. Und man merkt hier so eine gewisse Spannung und dass er ein Geheimnis verbirgt. Und dann gibt es einen Überfall der ja, obersten Elite-Jäger. Und wir treffen auf eine Maske, der dann auch die Großeltern von Laia tötet. Und ja, sie ist auf der Flucht, landet durch diese Flucht dann beim Widerstand, dem auch ihre Eltern vor ihrem Tod ja, angehört haben. Und sie möchte unbedingt ihren Bruder aus dem Gefängnis befreien und lässt sich hier als Sklavin verkaufen und landet dort ja bei der obersten Chefin ja Schwarzcliff. Das ist die größte oder bekannteste, beste Militärakademie des Landes und dort arbeitet sie jetzt als Sklavin, soll spionieren und natürlich herausfinden, wo ihr Bruder sich befindet, was hier von den Herrschern als nächstes geplant ist. Sie selbst gehört eigentlich zu den Kundigen, die schon lange unter der Kontrolle der Martialen steht. Und ja, sie kann nicht so richtig so aus ihrer Haut zu beginnen und möchte sich dem auch gar nicht so fügen, weiß aber in Anbetracht, dass ihr Bruder der einzig lebende Verwandte ist, dass sie hier definitiv ja, die Kontrolle hinter sich lassen muss und kämpfen muss und mutig sein muss und stark werden muss.
Gleichzeitig treffen wir auf Elias, der als Elitekrieger genau an dieser Militärakademie ist. Und er wird hier zur silbernen Maske ausgebildet. Und das mit der Maske bezieht sich darauf, dass sie eben tatsächlich eine Maske tragen. Ich glaube, ähnlich, ja, wie man es zumindest hier so auf dem Cover erkennen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich euch ein bisschen besser ranhalte, seht ihr das vielleicht. Die dann wirklich mit dem Gesicht verwächst und jegliche Gesichtsform, Mimik dahinter dann auch verbirgen kann. Er selbst ist aber mit diesem Los überhaupt nicht glücklich. Er möchte nicht töten, er ist nicht brutal, er ist nicht selbstgefällig und er möchte eigentlich gar nicht das den Menschen antun, was ihm hier vom Imperator eigentlich befohlen wird. Und er möchte eben auch keine unnötigen Verluste. Er ist mit Helena befreundet und trägt auch einen sehr bekannten Nachnamen, nämlich Veturius. Und dieser Name hält uns auch in Verbindung mit Laia zusammen, denn ja, seine Mutter ist da eine nicht ganz Unbekannte an dieser Militärakademie. Und ja, mit Helena verbindet ihn eine tiefe Freundschaft, so wie diese eben möglich ist, bis sie dann eben am Ende in ihrer Ausbildung dazu gebracht werden, wirklich schlimme Aufgaben zu bewältigen und dann wirklich auch im Wettkampf gegeneinander stehen. Und das ist eben genau das, wo ich so denke, Elias und Laia, ja, wir haben diese beiden Protagonisten und auch wirklich diese beiden Handlungsstränge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber es suggeriert halt vom Titel irgendwie eine Liebesgeschichte und hier muss ich alle enttäuschen, das ist es definitiv nicht. Auch als Reread für mich ein absolutes Highlight. Es war spannend, packend, düster, bildhaft. Es hatte eine wahnsinnige Sogwirkung und ich freue mich schon sehr, mit dem zweiten weiterzumachen, den ich schon kenne. Und Band 3 und 4 werde ich dann neu für mich entdecken. Der Schreibstil, er ist wirklich sehr spannend. Man hat wirklich in jeder Perspektive immer wieder, wenn wir da hinkommen, irgendwie einen Spannungsbogen, immer etwas, was passiert, was, wo man dann sagt, wenn man in die nächste Perspektive geht, oh, ich möchte unbedingt wissen, wie es da weitergeht. Es gibt keine Langeweile, keine der 15,5 Stunden ist irgendwie langweilig. Es ist packend, es ist vielschichtig erzählt, also es ist wirklich ganz toll, was da auch zwischen den Zeilen passiert, zwischen den Dingen, die gesagt werden. Es ist bildhaft, ohne zu ausufernd zu sein. Und es hat wirklich eine Sogwirkung, die mich sehr gepackt hat in den Tagen, wo ich es gehört habe. Ich habe, glaube ich, die ersten 20% noch im Flieger gehört und den Rest dann darauf in der Woche immer wieder, obwohl ich so ein bisschen lesefaul war, weil ich doch mir ein bisschen schwer getan habe, nach dem Urlaub so ein bisschen zurück in den Alltag zu finden. Aber bei dem Hören konnte ich absolut abtauchen und eintauchen. Das war richtig toll. Ich mochte dieses Unterschwellige in der Geschichte. Also gerade was Emotionen, Gefühle angeht, das macht Sabata hier für mich wirklich in Perfektion richtig, richtig toll. Und ja, es hat natürlich so ein bisschen den jugendlichen Charme, weil wir natürlich hier einfach Laia begegnen, die eben mit ihren 16, 17, vielleicht auch 18 noch relativ jung ist. Aber von der Brutalität und diesem Spannungsbogen und diesem Packenden und diesem Düsteren würde ich das Buch nicht unbedingt einer 12-Jährigen in die Hand drücken. Also es wäre für mich schon in so eine Ebene von J. Christophs Nevernight, wo ich einfach sage, okay, es ist schon sehr düster, auch sehr brutal, auch Folter. Methoden werden hier sehr detailliert tatsächlich beschrieben. Ich würde sagen, so für etwas ältere Jugendliche definitiv geeignet. Es ist keine Romantasy, das möchte ich immer wieder sagen, weil man hat, glaube ich, das Gefühl, dass das bei dem Titel und vielleicht auch auf dem Cover und wenn man die Neucover sieht, die dann alle so weiß sind, ich glaube, man hat da das Gefühl, das würde ich überhaupt nicht so sehen, weil wenn überhaupt es irgendwie eine Liebesgeschichte gibt, dann passiert die sehr, sehr, sehr weit am Ende. Und man hat eher Freundschaft, verbündet sein und eher dann natürlich auch so diesen Wettkampf und dieses Schulleben von der Akademie. Also das ist definitiv eher der Fokus. Es ist schon sehr erwachsen gemacht, weil es eben auch so brutal und düster ist. Und ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt. Die Charaktere Elias und Laia könnten nicht unterschiedlicher sein. Und das spürt man auch in der Sprache. Nicht nur, dass wir natürlich im Hörbuch zwei verschiedene Sprecher haben, sondern natürlich auch, weil Sabata hier es schafft, wirklich Elias als jungen Mann, als Kämpfer, als ja etwas Hochgeborenen anders klingen zu lassen, als eben Laia, die eine Kundige ist, die jünger ist, der eigentlich noch nicht so richtig viel im Leben Schlimmes, bis auf das mit den Eltern passiert ist. Das im Grunde wirklich wunderbar drüber zu bringen. Also egal, ob es die Gespräche mit den jeweiligen anderen Menschen dazugehörig betrifft,
Es macht wirklich einen wahnsinnigen Spaß zu merken, okay, es funktioniert. Es gibt Autorinnen, in dem Fall Sabah Tahir, die es schaffen, dass eben ein junger Mann anders klingt als eine junge Frau, dass man den Stand der beiden anhand ihrer Gedanken, Gefühle, Beschreibungen einfach wahrnimmt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das möchte ich, wo ich es sonst ja oftmals kritisiere, hier wirklich mehr als lobend erwähnen, weil ich das wirklich großartig fand. Elias bleibt seiner selbst doch relativ gleich in der Geschichte. Also er hat keine ganz so Entwicklung darin, denn ihm ist einfach von Anfang an, merken wir, ihm ist das alles zuwider, was er erlebt, und er bleibt dem sehr treu. Er hadert immer wieder mit sich, was jetzt besser ist für ihn, für das Land, für seine Freiheit, für seine Freunde, weil natürlich auch mit Helena hat er eben eine Freundin an seiner Seite, wo es sich eben lohnt, für diese Freundschaft zu kämpfen. Und auch als er dann eben irgendwann dem Sklavenmädchen Laia über den Weg läuft und er diese ganzen Ungerechtigkeiten hat, das hadert sehr, sehr, sehr in ihm. Aber ich bin ein großer Elias-Fan. Ich finde, dass man absolut nachvollziehen kann, wo seine Gefühle herkommen, diese ganze Kritik, dieser ganze Zweifel, das ist wirklich mit Hand und Fuß sozusagen nachvollziehbar und macht auch in der Entwicklung der Geschichte wirklich großen Spaß, ihm zu folgen. Auch wenn dann eben andere Dinge passieren, dass er uns immer ganz toll mitnimmt, wie er zu manchen Entschlüssen kommt. Nicht, dass ich mich immer so entschieden hätte wie er, aber es ist absolut nachvollziehbar und das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Wir haben natürlich Laia und deren Entwicklung ist einfach bombastisch. Also das muss man wirklich sagen, von diesem schüchternen Mädchen, was da im Grunde zurückgelassen wurde von der Familie, die ihren Bruder sucht, die den Eltern und Großeltern nachtrauert, wie wunderbar sie diesen Weg geht, wie sie mutig wird, wie sie mit diesen Verlusten umgeht, wie sie mit Trauer umgeht und gleichzeitig wie in ihr so ein bisschen dieser Hass brodelt, ohne dass er überwiegt, sondern immer diese Liebe zu ihrem Bruder, zu ihren Menschen in der Umgebung betrifft, das hat Sabata hier wunderbarst ausgearbeitet. Also gerade dann auch die Freundschaft zu Küchenmädchen oder ja auch natürlich zu den Rebellen, Menschen, wollte ich jetzt sagen, aber Rebellen sind ja schon die Menschen. Also die der Rebellion angehören, dem Widerstand, wie da so die Verstrickungen sind und wie auch ihre Gefühle rüberkommen, wie die sich entwickeln, wie sie da zweifelt, wie sie daraus aber auch Kraft schöpft, das finde ich einfach richtig toll. Also wie sie zu einer stärkeren Frau wurde, ohne irgendwie nervig zu werden. Und ja, das ist leider in der Fantasy häufig so, dass man starke weibliche Charaktere hat, die einfach so trotzig, schmollen, zickig sind und eben genau wissen, Edge-Badge, ich bin eine Frau und ich weiß alles besser, oh, finde ich total schrecklich. Und das haben wir hier nicht. Also Laia, ich muss hier mal kurz Platz machen, Laia ist definitiv ein Charakter, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe, die wirklich wunderbar gezeichnet ist, deren Entwicklung ganz toll ist und die mir wirklich Spaß macht. Die Sprecher, beide wirklich großartig, richtig toll. Und das Besondere auch an diesem Hörbuch ist, dass wir so eine musikalische Untermalung haben zwischen Perspektiven, zwischen Kapiteln und das mir richtig gut gefällt. Also das ist tatsächlich eines der wenigen Hörbücher, wo für mich Musik funktioniert. Beim zweiten Teil dieser Tintenwelt-Reihe hat das ja für mich überhaupt nicht funktioniert. Es war eine ganz schlimme Musik. Und hier ist es aber wirklich so ein bisschen orientalisch angehaucht, so ein bisschen, ah, richtig toll. Habt ihr natürlich nur beim Hörbuch, nicht wenn ihr das Buch lest. Alles in allem eine Top-Empfehlung ist der Auftakt definitiv. Es ist Fantasy, wie ich sie liebe, wie es auch jetzt beim Reread perfekt geklappt hat. Es ist wirklich spannend von Anfang bis Ende. Und ja, ich habe durchaus in den wahrscheinlich knapp 7-8 Jahren einiges vergessen, war immer mal wieder überrascht und dachte, ah, stimmt, so ging dieser Weg, beziehungsweise habe ich manchmal gar nicht mehr gewusst, dass das diese Geschichte ist, wo mir manchmal noch Bilder in den Kopf auftauchen, die jetzt aufgefrischt sind und ich wirklich großartig fand. Also eine wahnsinnige Fantasy-Geschichte, die ich richtig, richtig toll fand und es wird definitiv auch mit Band 2, 3 und wahrscheinlich 4 dann natürlich weitergehen. Ich kann mich nicht mehr gut an den zweiten Band erinnern. Hoffe aber, dass der mich natürlich genauso begeistern kann und dass ich dann diese Reihe jetzt in den nächsten 2-3 Monaten auch beende. Denn Band 2 habe ich schon da, Band 3 habe ich auch schon, Band 4 noch nicht, weil ich dachte, ach ja, man soll es ja nicht übertreiben. Aber Band 3 ist, glaube ich, damals eingezogen, als auch Band 2 gelesen wurde, als Band 3 rauskam. Dann wollte ich schon mal einen Reread machen, habe mich aber dagegen entschieden, weil es hieß, es dauert irgendwie 3 Jahre, bis der 4. Band herauskam. Ich glaube, es war auch relativ lang, aber gut.
Ein wunderbarer Auftakt, tolle Fantasy, spannend, packend und wirklich großartig erzählt. Und das im Grunde schon 2015, wo man ja eigentlich dachte, ja, jetzt so ist wieder die Fantasy-Zeit, jetzt kommt das alles so nach und nach, gerade auch mit den Akademie-Geschichten. Aber Elias und Laia, also ja, das Buch steht wirklich absolut berechtigt im Highlight-Regal, konnte mich auch beim Reread mehr als begeistern. Und vielleicht kennt ihr ja die Reihe auch schon. Lasst uns gerne in den Austausch gehen, ob euch die Geschichte was sagt, ob euch das Buch vielleicht, ob ihr das schon kennt, ob ihr das Hörbuch auch gehört habt, wie ihr vielleicht auch so musikalische Untermalung findet. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren in den Austausch gehen. Schaut unbedingt bei den drei anderen Mädels vorbei und natürlich in der Playlist für noch mehr Buchtipps. Und ich hoffe, ja, mein Reread-Highlight-Hörgenuss hat euch gefallen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.